Müssen Gaming-Notebooks hässlich und klobig sein? Mitnichten, müssen sie nicht. Hier im PC-Tipp-Testcenter befindet sich das Medion Major X20. Das ist das neue Gaming-Notebook von Medion, vom Gaming-Spezialisten. Es bringt gerade mal 2,2 Kilogramm auf die Waage, ist ein 16-Zoll-Notebook und mit einer 2560x1600 Pixel-Auflösung behaftet. Mein Name ist Daniel Bader und hier gibt es jetzt den Test zum Gaming-Notebook Medion Major X20. Okay, geliefert wird das Gerät mit einem Netzteil und zwar 330 Watt stark. Dickes Ding und natürlich dem wichtigsten, dem Notebook. Was ist da drin? Taktgeber ist der Intel Core i9-1390HX, ein 24-Kerner. Dem steht zur Seite eine GeForce RTX 4070, die wiederum mit separaten 8 GB an Videoram bestückt ist. Dann klappen wir das Book mal auf. Und hier sehen wir dann auch gleich mal eine weitere Spezialität. Fangen wir mal an, von oben nach unten. Ein hauchdünner Rahmen, ein mattes Panel, IPS, mit einer hervorragenden Unabhängigkeitswinkel von 170, 175 Grad horizontal, vertikal. Zwei robusten Scharniere, die den Body und das Panel zusammenhalten. Und natürlich die Tastatur. Und ich fahre mal da drüber und vielleicht kann man es auch hören. Es ist eine mechanische Tastatur von Cherry MX, einem super Tastaturhersteller. Und diese Tastatur, ich tippe mal drauf, das ist einfach wunderbar, ein haptisch, eine Leckerbissen. Sie verfügt über einen wunderbaren Anschlagpunkt. Falsch tippen, gerade für Gamer oder für etwas sehr geübte Office-Tippser, fast unmöglich. Also ein absoluter Pluspunkt. Okay, was gibt's noch? Speichermäßig ganz cool, 2x1 TB Speicher drin mit 2 SSD im PCI 4x4 Format M2. Dann haben wir hier an der Seite 2 USB 3.0 Ports, einen Kartenlaser. Hier den Abluftschacht, sieht ein bisschen aus, und hier hinten auch, sieht ein bisschen aus wie ein Flugzeug, wie eine Flugzeugturbine, und auf der anderen Seite hier auch nochmal. Und das haben wir hier noch, den dritten USB-Port. Und hier haben wir Mikro und Audio Out. Und hinten, nicht zu vergessen, ein Gigabit-LAN-Port, HDMI und ein Thunderbolt 4-Anschluss. Okay, kommen wir zu den Messwerten. Dieses Ding ist tatsächlich eine Rakete. Wir haben es vermessen, und zwar mit Cinebench R23, dort kommt es auf 15.184 Punkte. Dann mit dem PC-Markt, dort stehen am Schluss ungefähr 6.950 Punkte. Und mit dem 3D-Markt, dort erreicht es ungefähr 25.500 Punkte. Eine Rakete. Medion gibt auf dieses Gerät eine Garantie von 24 Monaten, sprich 2 Jahre. Und kaufen kann man es bei BRAC.CH für 2.299 Franken. Und alles Weitere findet ihr im ausführlichen PC-Tipp-Test unter www.pc-tipp.ch online. Hat euch das Video gefallen, dann lasst mir ein Like da. In der Mitte könnt ihr den PC-Tipp-Channel abonnieren. Links und rechts oben gibt es 2 weiterführende Videos. Unten gibt es detaillierte Infos zu diesem Artikel. Mein Name ist Daniel Bader und bis dann.